Diese Woche beleuchtet Schweizer Fernsehen in Haufen Filmen, Berichten und Reportagen das Thema Integration. SF-Thema «Wir anderen». Wie leben die Migranten in der Schweiz? Und wie leben die Schweizer mit Migranten? Dieser Frage geht die Schweiz aktuell die ganze Woche nach. 200'000 Deutsche wohnen in der Schweiz. Sie kommen in die Schweiz, weil sie meinen, es erwarte sie ein Land, das sich von Deutschland kaum unterscheidet. Aber da haben sich viele getäuscht. Lisa Rösli hat einen getroffen, der sich selber als Berufsdeutsche bezeichnet. Ein humorvoller Blick auf die Unterschiede zwischen Schweizer und Deutschen. Der tägliche Gang zum Kiosk. Grüezi. Was darf sie? Ich kenne es gut. Hättet ihr schon gerne? Nur schon dort fängt es an. Der Unterschied zwischen den Deutschen und den Schweizern. Ja, einfach diese ganze Kommunikation, sich begrüßen, fragen, ob das und das da ist. Dann meistens kommt dann noch eine Rückfrage, ob das gut ist. Und dann sagt man, ja, das ist gut. Und dann natürlich dann die Verabschiedung. In Deutschland würde man einfach Tschüss sagen und gehen. Und hier wünscht man sich dann noch einen schönen Tag. Und also das gehört noch ein bisschen dazu. Also man kann nicht so einfach ins Gespräch reingehen, man kann auch nicht so einfach wieder rausgehen. Das ist der Jens Rainer Wiese. Er kommt aus dem Ruhrgebiet. Vor 7 Jahren ist er in die Schweiz gezogen. Nur schon, wenn er durch Bülach läuft, fällt ihm auf, was alles anders ist in seiner Wahlheimat. Zum Beispiel hat er entdeckt, dass die Schweizer Türaufhalter sind. Das scheint eine spezifisch schweizerische Angewohnheit zu sein. Bei Türen, wenn man sie aufhalten kann, erstmal zu gucken, kommt jemand. Besonders lustig ist es auf dem Klo. Da habe ich schon erlebt, dass dann jemand, während ich am Händewaschen war, dann 5 Minuten an der Tür stand und wartet, dass ich fertig bin. Also da gibt es auch so eine Grauzone. Wie lange wartet man dann? Eine halbe Minute, eine Minute? Und ich kriege dann immer Stress. Also ich denke, jetzt muss ich ganz schnell mir die Hände abtrocknen und so. Robidox, Kehrichtverordnungen, Luftschutzkeller, Milchkästen. Immer wieder ist der Jens Rainer Wiese ins Staunen geraten über schweizerische Eigenarten. Der Berater in der IT-Branche ist ein richtiger Ethnologe geworden. Vor 3 Jahren hat er angefangen, seine Beobachtungen auf einem Blog zu veröffentlichen. Über 700 Artikel sind seither entstanden. Über den Versuch, Wein einzukaufen in der Migros, bis zu sprachlichen Merkwürdigkeiten wie vom schnellen Warten und langsam pressieren. Also die Schweiz auch ein bisschen als fremder Kontinent? Ja, es ist immer die Rede vom anderen Kulturkreis. Ich hasse das. Also wir teilen uns die gemeinsame deutsche Kultur und wir lesen Schweizer Autoren in Deutschland und die lesen, Schiller ist Teil der Schweizer Kultur. Also das finde ich immer ein bisschen furchtbar. Aber es ist schon so, dass man eigentlich das verkennt ein bisschen, dass in der Schweiz doch eine ganze Menge anders abläuft und anders ist als in Deutschland. Er lerne jeden Tag ein neues Wort in der Schweiz. Und ja, er lebe gerne in diesem Land und hat schon viele schweizerische Gewohnheiten angenommen. 2-mal in der Woche singt Jens Rainer Wiese im Kirchenchor. Einmal bei den Katholiken, einmal bei den Reformierten. Und auch da der analytische deutsche Blick auf die Schweiz. Dass man allen systematisch die Hand schüttelt, hat er so in Deutschland nie beobachtet. Überhaupt gibt es viel tief verankerte Höflichkeiten in der Schweiz. Aber nicht alles sind förmlicher. Andere Sachen laufen unkomplizierter. Zum Beispiel, dass sich alle mit Vornamen anreden, dass sich alle duzen, obwohl es auch sehr viel Ältere sind. Also ich glaube, die Geschwindigkeit, mit der man sich duzt, gerade in so einem Verein oder jetzt hier in einem Chor, das ist etwas, was ich typisch halte für die Schweiz. Also in Deutschland würde man, gerade wenn es Altersunterschiede sind, doch nicht so schnell zum Du übergehen. Die Sänger Wiese liebt das humorvolle Spiel mit der Übertreibung und mit den Klischees. Kehren wir einmal den Spieß um. Beim Blick der Schweizer auf die Deutschen scheint man sich in einem einig zu sein. Ja, typisch ist einfach ihre Schlagfertigkeit. Sie sind einfach immer schneller. Man hat das Gefühl im Denken, also nicht nur im Reden. Also ich finde, sie sind schneller im Denken. Und sie haben mehr Humor. Im Großen und Ganzen schwätzen die Deutschen noch ein bisschen schneller als wir Schweizer. Ich selber, ich nuschel, ich verhaspel mich, ich verschleife, ich spreche ganze Konsonanten nicht und so weiter. Und das ist so, daran erkennt man den Schweizer an der sehr korrekten Aussprache. Die Antwort auf die Frage, warum die Schweizer das Gefühl haben, die Deutschen seien ihnen sprachlich überlegen, dauert ein Zeitchen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch das Gefühl, Sie reden
schnell und lang. Das ist normal. Ich habe was zu sagen und dann rede ich halt. Ich kann auch versuchen, häufigere Pausen zu machen. Also ich denke, das ist normal, wenn man was zu sagen hat, dass man dann auch redet. Sag jetzt nichts mehr. Seid's und trinkt mit seiner Frau lieber ein Glas Wein. In Deutschland muss man beim Anstoßen übrigens nicht zuerst allen tief in die Augen schauen, bis man den ersten Schluck nehmen darf. Aber der schleichende Prozess vom Schweizer werden hat in diesem Haushalt längstens angefangen. Die ganze Woche befasst sich die Schweizer Fernseh- und Schweiz aktuell mit dem Thema Integration. Im Internet unter wiranderen.sf.tv findet ihr mehr Informationen. Diese Woche beleuchtet